Wir haben ja noch ein bisschen was zum Bereden. Es war Vater, der die gesamte Hütte für mich automatisierte. Die Truhe, die Junta für ihre Ausrüstung benutzt hat, ist auf dem Dachboden. Ich will jetzt nicht mehr mit dir reden. Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Mann. Seien Sie doch nicht so frech. Wir wollen doch nur helfen. Frau Leni wird sich noch den Tod holen, wenn sie da draußen sitzen bleibt. Lenis Vater muss diesen Treppenlift bauen, das kennen wir ja schon. Damit sie die Stufen benutzen kann. Das hat ihn sicher viele Stunden gekostet. Das ist echt rührend. Die Schlafräume. Ich frage mich, wie viele Leute heutzutage auf der Hütte vorbeikommen. Es ist jetzt Zeit für die Truhe. Die Seite haben wir. Ja. Ja, das sieht falsch aus. Wegen jeder Ecke hätte ich gesagt, das muss passen. Das sieht sonst halt relativ richtig aus. Okay, dann hatten wir das nicht richtig. Unglaublich. Jetzt zeigt es den Blick von der Terrasse. Aber... ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen genau diesen Blick im Fernrohr. Und damit kriegen wir dann eine Position. Das Problem ist, wir haben keine Münze. Und eine Münze, ja. Gar nicht mal so doof. Von der Idee her ist das eigentlich easy.
Das Problem ist nur, ja, wo kriege ich hier eine Münze? Die Mademoiselle ist ja jetzt nicht mehr so ganz gut mit uns zu sprechen. Also nicht mehr wirklich, die ist ein bisschen... Wir haben sie etwas verärgert. Ein bisschen zumindest. Mademoiselle. Also vielleicht eine Münze für mich. Das muss das Klavier sein, auf dem Dana gespielt hat, als sie Leon kennenlernte. Wie Leni es mir erzählt hat. Ja, das kennen wir aber auch schon. Wir reden mal mit ihr. Es war Vater, der die gesamte Hütte für mich automatisierte. Okay, du bist... Du willst nicht mit uns reden. Nein, ich glaube nicht. Oh, wir haben eine Münze. Untersuchen. Nein. Das ist der sagenhafte Silberspiegel. Oh, hätte ich nur Zeit zuzusehen, wie er die Farbe wechselt. ~72. Silberspiegel ~72. Okay. Ui. Teufelsgipfel 102. Also der sogenannte Teufelskragen. Unglaublich. ~108. Die Leichen der Widerstandskämpfer, die der Bergsteiger erwähnt hat, müssen dort drin sein. ~127.
Das hatten wir schon. Das hatten wir eigentlich auch schon. Genau. Silberspiegel. Diesen Ausblick habe ich schon fotografiert. Genau. Madonnas Tresse, 63 Grad. Ja, dann haben wir alles. Schätzungsweise, oder? Wir haben so als alles. Teufelsgipfel, den haben wir auch. Genau. Diesen Ausblick habe ich schon fotografiert. Von der Münze haben habe ich so gar nicht so. Hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Heißt das eigentlich, wir müssen hier nur Bilder vergleichen, schätzungsweise. Könnte das 108 Grad sein? Es könnte die 108 sein. Das passt auf jeden Fall nicht. Das hier. Die 108, die haut hin. 72 und 108. Das sind hier 72. Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Boah. Mal wieder. Ist halt ein echtes Vorarlberg. Adok Fotolabor. Filmrollen. Regie Leni, Kopie 001. Berghütte 1937.
Steht da drauf. Sieht aus, als hätte sie nichts zum Ende ihres Treffens mit Dana geschrieben. Aber vielleicht finde ich hier Infos, wie man die Truhe öffnet. Kein Zweifel, das muss Junta geschrieben haben. Sommer 1937. Als Dana hier arbeitete. Mal sehen. Gestern Abend war mein Tagebuch voll. Habe ein neues bestellt. Aber die Vorratslieferung an die Hütte lässt auf sich warten. Nutze inzwischen einen alten Briefumschlag. Habe heute Dana nach ihrer Schicht auf ein Pläuschen eingeladen. Wagenberghütte am Silberspiegel, Sommer 1937. Ich frage mich, was Leon in ihr sieht. So vernarrt habe ich ihn noch nie erlebt. Danke fürs Kommen, Dana. Wie war deine Schicht? Gut, wie üblich. Ich bin hier gleich fertig. Dann mache ich uns eine schöne Tasse Tee. Wow, das sieht ja futuristisch aus. Was ist das? Ach, dieses kleine Ding hier ist mein Abspielgerät. Darum kommt es in die Truhe. Wozu ist das gut? Zum Zusammenstellen und Schneiden der Einlichtmuster. Der was? Einlichtmuster. So nennt man die ungeschnittenen Filmstreifen. Für heute bin ich fertig, also sei so gut und leg es in die Truhe, ja? Würde ich, wenn ich wüsste wie. Dreh einfach den Schlüssel im Schloss. Dank der Dokumente, das Cat 2005 gefunden hat, können Sie Ereignisse der Vergangenheit, die dort beschrieben sind, selbst erleben. Nutzen Sie die Informationen, die Dana in der Vergangenheit gewinnt, um mit Kate weiterzukommen. Drücken Sie, um zwischen Kate und Dana zu wechseln. Wir können, okay. Interessantes Feature. Die Truhe steht hier, Schätzchen. Der Junta-Schlüssel. Das ist halt ein stinknormaler Schlüssel. Dana, sei ein Schatz und verstaue den Schlüssel sicher. Bei diesen Bergbewohnern hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders die kleine Leni schnüffelt ständig an meiner Ausrüstung herum. Wo kommt der normalerweise hin? Dort drüben habe ich ein kleines Versteck. Soll ich den Schlüssel hier reinlegen? Ja, sei so gut. Ein praktisches Versteck. Wer hat das gemacht? Oh, Herr Gustav. Er weiß nur zu genau, dass manche Gäste ihre kleinen Geheimnisse haben. Juntas Schlüssel sollte hier drin sicher sein. Ich muss nur noch die Dreharbeiten für morgen vorbereiten. Dann können wir nach Herzenslust plaudern. Könntest du mir aus der Dunkelkammer schnell eine neue Rolle Film holen? Dann sind wir fertig. Ich höre natürlich eine neue Rolle, aber... Sie haben da aber eine Menge Ausrüstung. Wie können Sie sich das denn alles leisten, wenn ich fragen darf? Ach, das ist leicht. Besonders, wenn man ein paar großzügige Kunstmäzene kennt, meine Liebe. Na dann. Wenn das alles ist.
deine Fotos sind so schön. Ah, sie stellen alle ein Element der Tier- und Pflanzenwelt der Berge dar, die ich kürzlich fotografiert habe. Ich nutze sie als Liste zum Abhaken. Eine Checkliste, hm? Und das Foto 01. Der Aufstieg. Oh. Ein kleines Flüsschen. Und Tierbilder und Pflanzenbilder, also Natur. Ah, hier, die leere Rolle. Die haben wir ja immer gefunden gehabt. Alle diese Zeitungsausschnitte erwähnen die braunen Schatten. Vater ist davon überzeugt, dass ihr Einfluss in der Bevölkerung wächst. Jetzt, da ich das Pech hatte, Herrn Höss hier zu treffen, verstehe ich seine Besorgnis. Diese Zeitungsausschnitte erwähnen braunen Schatten. Vater ist davon überzeugt, dass ihr Einfluss in der Bevölkerung wächst. Jetzt, da ich das Pech hatte, Herrn Höss hier zu treffen, verstehe ich seine Besorgnis. Kann man also auch nicht überspringen. Aber mal probiert. Ja, sie wollte ja eine neue Rolle, also bringen wir eher mal die neue Rolle. Sie müssen das im Dokument beschriebene Ende der Ereignisse in Vergangenheit erreichen. Erkunden Sie die Vergangenheit jedoch weiter. Alle Informationen, die Sie brauchen, um im Jahr 2005 weiterzukommen, bleiben verfügbar. Es liegt an Ihnen, sie in Erfahrung zu bringen. Verflixt. Hier enden Juntas Notizen. Unmöglich zu wissen, was als nächstes... Hast du das Foto gemacht? Natürlich. Wie bist du mit Leon zusammengekommen? Ich meine, wie seid ihr... Wir sind nur befreundet, wenn es das ist, was du wissen willst. Nur befreundet. Herrn Gustavs Radio. Er hat es umgebaut. Vermutlich, weil die Berge die Funkwellen hier oben blockieren. Ein Tüftler. Ansonsten ist hier nichts. Ja, da ist irgendwie noch was zum Schauen. Hast du die Fotos von den Sportlern gemacht? Dann bist du nicht oft einsam. Sieh sich einer unserer süße kleine Kellnerin an. Du kannst ja richtig frivol sein. Das nennt sich Kunst, Liebes. Meine Arbeit zielt darauf ab, jede Facette der Jugend und Vitalität des menschlichen Körpers zu erkunden. Sieht ganz so aus. Verflixt. Hier enden Juntas Notizen. Unmöglich zu wissen, was als nächstes passierte. Aber vielleicht hilft mir das, was ich gelesen habe, die Truhe zu öffnen. Schalten wir mal umher. Also im Grunde hilft es uns. Ah. Unmöglich. Dort stand früher Juntas Bett. Das unmöglich.
steckt fest. Na. Falsch. Ha, das ist das Richtige. Bah, weg mit dir. Da war eine Maus oder eine Ratte. Aber wir haben den Schlüssel. Nein, nein. 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 Und jetzt drehen und hoffen. Wo finde ich die Kombination für den Mechanismus? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe es mir zwar nicht gemerkt, aber es erst war eine Bergziege. Ich weiß es. Also, wir haben eine Bergziege. Bergziege. Ja. Bergziege, dann haben wir eine Blüte, dann haben wir einen Berg und dann haben wir eine Tanne. Ja. Bergziege. Berg. Hamas. Gut. Aber man noch nicht wissen, wie das Ding hier funktioniert. Wagenberghütte am Silberberg, Sommer 1937. Ach, die kleine Leni.
Er hat das Bild gemalt. Diese Rolle habe ich schon gesehen. Interessante Aufnahmen. Mal sehen, was auf der anderen Rolle ist. Und das Ganze von vorn einfädeln. In die Rolle legen, festklemmen und starten. Ein alter Fotoapparat, aber so ein richtig alter. Schön ist, wenn man nicht weiß, wo sie hin möchte. Fast gestolpert. Vater wahrscheinlich.
So einfach geht das. Leni hat nicht gesagt, dass sie einen Streit zwischen Dana und Leon gefilmt hat. Ich spreche besser nochmal mit ihr darüber. Boah. Schauen wir mal, was da los war. Nee, das schöne Wetter. Da hat sie sich sogar bewegt.